Vorarlberg Online ist heute zu Gast bei Klaus Zimmermann, biologischer Sachverständiger bei der Innatura in Dornbirn. Wir unterhalten uns heute über Haustiere der ganz besonderen Art, nämlich Haustiere, die wir uns eigentlich nicht kaufen. Welche können das denn sein? Ich denke nicht, dass wir von irgendwelchem sogenannten Ungeziefer sprechen, also Schadinsekten oder ähnliches, ist natürlich nicht das Thema. Es geht um große Tiere, die da plötzlich im Garten auftauchen, so groß wie Hund oder Katze. Was fällt mir da als erstes ein? Der Fuchs. Schon seit fast 20 Jahren wird in allen mitteleuropäischen Städten beobachtet, dass zunehmend mehr Füchse in die Städte übersiedeln. Die Füchse geben eigentlich ihre Ruhe, die Geborgenheit im Wald auf, müssen sich der Konfrontation mit dem Menschen aussetzen in den Städten, aber sie haben dafür einen reich gedeckten Tisch. Gerade unsere Komposthaufen bieten ein so reichhaltiges Futterangebot für die Füchse, dass sie sich zunehmend an den Menschen gewöhnen. In der Stadt werden die Tiere ja auch nicht bejagt, also können sie sich auch sicher fühlen. Und so sieht man auch hier immer häufiger Fuchsspuren im Garten. Andere Tiere, beispielsweise der Dachs, der verschläft ja einen Teil des Winters, der ist auch im Sommer dafür Gast bei unseren Komposthaufen, sage ich jetzt bewusst, weil das ist das, was er sucht, unsere Nahrung, wir ihm da anbieten, auf die ist er scharf und legt wie der Fuchs seine Scheue ab. Und so wird es wahrscheinlich in Zukunft noch weit mehr Tiere geben, die man mit etwas Glück auch im Hausgarten beobachten kann. Wenn Sie wissen wollen, wie der Biologe diese Entwicklung beurteilt, dann klicken Sie auf unserem Videoportal auf Vorarlberg und suchen Sie nach Klaus Zimmermann.